Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Ja, ich habe mir heute mal ein Thema hervorgekramt, über das ich eigentlich vor vielen Jahren schon einen kleinen Artikel für meinen Blog schreiben wollte, aber ich dachte, ich mache mal ein Video dazu. Und zwar geht es um das sogenannte Aluminiumobjekt von Aiud oder einfach nur Objekt von Aiud. Das ist ein Ort in Rumänien und dieses Aluminiumobjekt werdet ihr, wenn ihr euch für die Präastronautik interessiert oder Artefakte des Unerklärlichen, wie man es nennen mag, werdet ihr es wahrscheinlich kennen. Und wenn ihr meine Bücher und Veröffentlichungen gelesen habt oder auch auf meinem Blog, kennt ihr das sowieso. Und zwar ist das ein Aluminiumkeil, so sagt man auch, oder einfach ein Ding aus Aluminium, was 1973 gefunden wurde, und zwar eben in der Nähe von diesem rumänischen Ort Aiud, und zwar am Fluss Mures besser gesagt. Und dieses Objekt war sehr seltsam. Ihr seht es ja hier in den Bildern. Es soll in 10 Meter Tiefe gelegen haben, ganz sandverkrustet. Und mit in diesem Sandklumpen lagen auch Knochen eines Mastodon, so eine Art Mammut, kann man sagen. Und dann kam es irgendwann mal nach Bukarest, dieses Objekt, beziehungsweise Proben davon. Ich fasse es mal sehr kurz zusammen. Da wurde es unter Leitung von einem Dr. Niederkorn analysiert. Es gab zwei Proben, beziehungsweise zwei Analysen. Das war im Jahre 1975. Da stellte sich dann heraus, dieses Ding sieht nicht nur aus wie Aluminium, völlig oxidiertes Aluminium, sondern es ist auch aus Aluminium, und zwar aus einer sehr komplexen Aluminiumlegierung. Und der Aluminiumanteil ist zu 74% bei einer Probe, so rund 74%, und bei einer anderen Probe 92% gewesen. Das wurde dann später in Rumänien auch publiziert in einem Buch. Ihr seht mal hier so eine Kopie von diesem Buch, blende ich mal ein. Und zwar Enigma in Galaxy, so, ich weiß nicht genau, ist rumänisch halt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das war 1983 von Florian Gocot. Tia, oh Gott, ein ganz schwerer rumänischer Name, der aber sich da mit auseinandergesetzt hat, eben über dieses Objekt berichtet hat, und es kam dann auch in Deutschland bzw. der Schweiz zu einigen späteren Veröffentlichungen, schon Ende der 1980er Jahre in dem Magazin Ancient Skies, das nennt sich heute Sagenhafte Zeiten, das ist ein Präastronautik-Erich-von-Däniken-Magazin, was der Verein Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und CETI, kurz AAS, herausgibt. So nennt sich diese Gruppe, diese Forschungsgesellschaft heute. Da kam es eben zu zwei Veröffentlichungen, und von da aus nahm dieses seltsame Aluminiumobjekt von Aiud eben Einzug in die Präastronautik. Verschiedene Autoren haben da in den 1990er Jahren dann auch schon drüber geschrieben, ich eingeschlossen. Und weil das eben sehr seltsam ist und in 10 Meter Tiefe lag und Mastodonknochen dabei lagen, und das kam alles Präastronautik-Autoren sehr mysteriös vor und eben auch in den ersten Veröffentlichungen ab 1983. Was kann denn das sein? Denn Aluminium können wir erst seit knapp 200 Jahren, sage ich jetzt mal auswendig so, herstellen. Das ist eben eine künstliche Legierung und eindeutig ist dies ein technisches Bauteil, kann man ja sehr klar an den Bildern sehen, die ich hier zeige. Und dieses Objekt ist 2,3 Kilo schwer und 20,5 Zentimeter lang, 12,5 Zentimeter breit und nicht ganz an der höchsten Stelle 7 Zentimeter hoch, 6,8 Zentimeter genau. Ich habe es nämlich selber mal ausgemessen und gewogen etc. etc. Und seitdem wurde dann sehr viel gerätselt bis zum Jahr 1994. Denn in diesem Jahr, 1994, hielt sich der Michael Hesemann, ein Autor und UFO-Forscher damals aus Düsseldorf, in Ungarn auf und hat dort einen Vortrag gehalten, war dort auf einem Kongress und wurde da von einem Rumänen angesprochen, und der hat ihn auf das Objekt aufmerksam gemacht und sagte, das liegt da in Cluj, in Rumänien, Klausenburg, und komm doch mal vorbei, wir laden Sie ein, auch hier bei uns einen Vortrag zu halten, und dann können Sie sich das Objekt mal selber anschauen. Und so war es dann auch, dass Michael Hesemann 1995 dann eben in Rumänien war, ich glaube, das war im September 1995, hat sich dieses Ding dort angeschaut, hat Fotos davon gemacht. Es gibt auch Fotos, wo er das Ding in der Hand hält, dieses Objekt von Aiud, und hat das dann publiziert in einem Magazin, wo er damals Chefredakteur war. Das heißt Magazin 2000 Plus. Und wenn ich mich jetzt auswendig recht erinnere, war das die Ausgabe 108, 1995.
hat er das veröffentlicht und hat gesagt, oh, sehr interessant, das Ding gibt es und es ist aus Aluminium und die Herkunft ist sehr mysteriös und umstritten, weil es wurde ja, muss man immer klar sagen, nicht bei einer offiziellen archäologischen Ausgrabung gefunden und dann wurde es recht ruhig um dieses Objekt. Andere Autoren haben auch nochmal diese Fotos von Michael Hesemann dann veröffentlicht, auch ich habe sie veröffentlicht, mit Erlaubnis von Michael Hesemann, auch der Kollege Luke Bürgen aus der Schweiz. Und da wurde viel spekuliert und dann war dieses Ding einfach irgendwie verschollen. Und ich habe dann viele Jahre später mich mal auf die Suche gemacht, weil ich den Michael Hesemann bis heute eigentlich recht gut kenne. Und habe gesagt, wo war denn das genau, in welchem Museum, in welchem Institut, wo finde ich dieses Objekt? Ich will mir das selber mal angucken und möchte mal selber mehr darüber erfahren. Aber er konnte es nicht mehr genau sagen, es war 15 Jahre her. Und ich habe da wirklich sehr viel recherchiert, habe es dann auch gefunden in einem Museum. Das war damals noch im Umbau, beziehungsweise wurde damals umgebaut. Habe erste Fotos und erste Berichte und auch Analyseberichte, die sagten von 1975, als Kopie bekommen. Und das war wirklich sehr spannend. Allein das Institut zu finden, war schon eine Mammutaufgabe. Heute ist das kein Akt mehr. Aber da habe ich gedacht, gut, da hängen wir uns mal hinter und schauen mal, was man dann noch so alles herausfindet über dieses Aluminiumobjekt von Aiud. Ja, so kam es dann dazu, dass ich 2010 selber nach Rumänien geflogen bin. Das war im März 2010 und war dort 5 Tage in Transsilvanien und habe da alle Unterlagen kopiert, die dort im Institut vorhanden waren, in dem Aktenordner zu diesem Objekt. Habe sie auch später in Deutschland übersetzen lassen, konnte da aufzeigen, dass es da einige Fehler und Irrtümer gab, auch bewusst in die Welt gesetzte Fehler, was die Legierung betrifft, aber das ist ein sehr, sehr langes Thema. Und dann habe ich 2 Jahre später endlich auch die Gelegenheit gehabt, eine Probe von diesem Objekt zu bekommen. Habe diese Probe hier in Deutschland analysieren lassen, eben diese Aluminiumprobe. Und da kitzelt mich gerade ein Alien. Und diese ganzen Ergebnisse habe ich dann auch veröffentlicht. In meinem Buch Historia Mystica habe ich es veröffentlicht. In Verbotene Geschichte, im Magazin Sagenhafte Zeiten, in einem Buch, was Erich von Däniken herausgegeben hat, habe ich die neuen Ergebnisse veröffentlicht. Auf meinem Blog immer wieder darüber berichtet. Ich glaube, hier müsste es sogar ein Video zu diesem Thema von mir geben. Habe doch mal einen Vortrag gehalten, den gibt es leider nicht als Video. Aber es wurde dann alles eben dokumentiert, veröffentlicht, übersetzt und so weiter und so fort. Und natürlich gab es viele Kritiker, die haben gesagt, das ist doch alles Quatsch und alles Blödsinn. Und einige haben gesagt, dieses Ding gibt es gar nicht, beziehungsweise einige haben gesagt, zum Beispiel bei Wikipedia stand das, ich weiß nicht, ob es heute noch da steht, dass das Teil gefälscht sei, also ein Fake. Dann haben einige behauptet, ich selber habe das angefertigt, das war die beste Kritik und hätte es mit Modellmalfarbe, Aluminiumfarben angemalt. Und also ein Blödsinn. Diese Pseudokritiker, alle völlig überhaupt keine Ahnung, haben nicht recherchiert, haben eine Veröffentlichung nicht gelesen, haben sich nicht die Mühe gemacht, überhaupt mal die Analysen zu überprüfen, weil das ist ja alles dokumentiert und veröffentlicht. Dokumentiert ist nicht, nochmal, um es zu unterstreichen, die Fundumstände. Aber seitdem sind die Spekulationen eigentlich mehr oder weniger abgeflaut, weil man weiß halt nicht, woher kommt dieses Ding. Verschiedene Deutungen gab es, ja, die reichten ja wirklich von einem Alien-Artefakt bis zu Atlantis und eben eine von mir angefertigte Fälschung, aber eine wirkliche Herkunft dieses Objektes konnte man nicht ausfindig machen. Interessant war auch, als ich da in Transsilvanien war, konnte ich auch feststellen, da wurde nochmal eine Probe genommen, nicht nur 1975, sondern 1995 auch. Der hieß, glaube ich, Löb hieß der die Probe genommen hat, die in der Schweiz analysieren lassen, ist aber verloren gegangen. In der Schweiz selber konnte ich in Lausanne da kein Institut ausfindig machen, was die Probe analysiert hätte, aber man sagte mir halt vor Ort, die steckte da einfach in diesem Objekt drin und wäre dann halt verloren gegangen. Aber ich möchte nicht zu sehr abschweifen, denn es gibt eine neue Erklärung für dieses seltsame Aluminiumobjekt. Neu ist diese Erklärung eigentlich relativ. Die kursiert schon sehr, sehr viele Jahre. Und zwar heißt es in dieser Erklärung von einem Mihai Wittenberger, da wird in den entsprechenden Veröffentlichungen immer als lokaler Historiker genannt, dass dieses Aluminiumobjekt
in Wahrheit von einem Flugzeug stammt, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Nazis, von einer Messerschmitt. Ihr seht es ja hier im Bild, einen Düsenjäger, der die Me 262, eine absolute Legende überhaupt in der Luftfahrtgeschichte, eine der sogenannten Wunderwaffen der Nazis. Das war eben der erste einsatzfähige Düsenjäger, den es jemals gegeben hat. Es wurden knapp 1400 davon gebaut, damals im Dritten Reich. Es waren aber meistens nur so an die 100 von dieser Wunderwaffe einsatzbereit. Fehlte natürlich Treibstoff zu Kriegsende und so weiter und so fort. Aber darum soll es nicht gehen. Aber dieser Wittenberger hat Fotos gemacht, so heißt es in den ganzen Veröffentlichungen immer, und hat überall so einen Luftfahrtexperten geschickt, um herauszufinden, was das ist. Und Messerschmitt in Deutschland hätte eben bestätigt, das wäre das Teil des Fahrwerks eben so eines Düsenjägers aus dem Zweiten Weltkrieg, und zwar vom vorderen Fahrwerk, was zu dem Mechanismus gehörte, der dieses Fahrwerk nach dem Start einklappt in den Rumpf. Also, ihr kennt das natürlich alle. Und das habe ich vor vielen Jahren gelesen, 2012 habe ich darüber schon gelesen, über diese Interpretation bzw. diese sogenannte Erklärung dieses Objektes, und habe mir dabei nicht viel gedacht. Aber in den letzten Jahren, ich verfolge dieses Thema ja immer weiter, wenn man da Artikel liest oder entsprechende Veröffentlichungen zu diesem Aluminiumobjekt von Aiut, kommt immer mehr diese Erklärung ins Spiel. Sie wird also quasi von einer Veröffentlichung zur anderen weitergetragen und eben als Lösung der Herkunft dieses Teils angesehen. Und dabei ist es wirklich ganz erstaunlich, weil dieser Lösungsansatz ist wirklich sehr interessant als Teil eines Flugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist sehr gut möglich. Eine Analyse, also die Analyse, die ich hier mal in Deutschland durchgeführt habe, in Bonn genauer gesagt, hat auch gesagt, dass also als Ergebnis von den Experten, dass das sehr an Aluminium der Luftfahrt erinnert, die Legierung. Aber dabei in diesen sogenannten Erklärungs- bzw. in der sogenannten Lösung von diesem Wittenberger werden immer wieder die gleichen Bilder gezeigt, eben von dieser Messerschmitt, von diesem Mechanismus zum Einzug des Vorderrades, des vorderen Fahrwerks. Und niemanden scheint aufgefallen zu sein, ihr seht ja diese Bilder, ich zeige sie ja euch mal, die ich von diesen Veröffentlichungen mal entnommen habe, dass dies überhaupt nicht im geringsten Ähnlichkeit hat mit diesem Objekt, mit diesem fraglichen Aluminiumobjekt, was dann 1973 gefunden wurde. Das hat also, ich weiß nicht, die kopieren das einfach und sagen, das ist die Lösung. Ihr seht mal, ich zeige mal so einen Bildvergleich nebeneinander, wie das so aussieht. Und das ist davor ganz klar, das ist was völlig anderes, was da irgendwie im Sand des Flusses bei Aiut gefunden wurde. Es kann also nicht stimmen, dass das von so einer Messerschmitt 262 stammt. Allein augenscheinlich nicht. Warum aber dies in den letzten Jahren immer mehr weiter verbreitet wurde als Erklärung für diesen seltsamen Fund, ist mir wirklich ein Rätsel. Es kann sehr gut möglich sein, dass es von irgendeinem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendeinem anderen Gerät später nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ostblock-Zeiten stammt. Aber solange nicht eindeutig identifiziert ist, woher das Ding kommt, ist es natürlich völlig offen. Auf jeden Fall stammt es nicht von einem vorderen Fahrwerk von einer Messerschmitt. Denn es ist nicht identisch mit den ständig durch die Veröffentlichung getriebenen, in Anführungszeichen, Fotos von einem Fahrwerk, von einem vorderen Fahrwerk oder überhaupt ein Fahrwerk von der Messerschmitt. Vielleicht stammt es ja von irgendeinem Flugzeug, man weiß es eben nicht. Aber solange nicht eindeutig identifiziert ist, woher dieses Ding kommt, bleibt die Herkunft ganz einfach ein Rätsel. Niemand behauptet es jetzt wirklich ernsthaft, na, einige schon, dass es jetzt von irgendwelchen Aliens stammt und oder so etwas. Schon 1983 war es in den ersten Veröffentlichungen ja eine Spekulation, dass es der Fuß von irgendeinem Alien-Landefahrzeug ist, der abgebrochen ist, aber so etwas. Aber darum sollte es ja hier nicht gehen, sondern nur darum, dass es eben nicht von einer Me 262 stammt, denn die Fotos stimmen vorn und hinten nicht mit diesem tatsächlich realen Objekt überein.
Und deshalb hoffe ich mal, es hat euch gefallen und ihr glaubt nicht einfach diese Erklärung zu diesem Aluminium-Dingen, dann könnt ihr mir nämlich gerne einen Daumen hoch geben. Schaut auch mal wirklich genauer auf die Fotos und ihr werdet es sofort sehen. Und ich hoffe mal, wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr noch viele weitere interessante Videos zum Thema des Fantastischen finden. Wenn ihr abonniert, drückt auf das Glöckchen, schaut gleich auch noch mal ein paar Videotipps an und ich sag mal, tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Euer Lars.